Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Und ich sehe hier ein Raupi, ein Safcon und ein Kokuna. Okay, Bam brauchen wir ja nicht, der hat einen grünen Kreis. Dann besteht unsere heutige Part, den Ventania-Wald zum Meister. Das Raupi wurde gefangen. Taufsee erreicht Level 7. Für Raupi wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Raupi, das Murm-Pokémon Typ Käfer, berührt man die Fühler auf seinem Kopf, so versucht es sich zu schützen, indem es einen penetranten Geruch absondert. Okay. So, dann einmal das Safcon hier, Kokuna fangen. Safcon ist das Grüne. Ein winziges. Okay, das ist schon im gelben Bereich, aber ich denke mal, das müsste machbar sein. Klasse, Kokuna wurde gefangen. Eevee erreicht Level 10. Doppelkick. Gut, dann haben wir schon mal eine Attacke für die erste Arena. Ein, zwei und schwupp. Level Section hier. So viele Level-Ups hier. Kokuna, das Kokon-Pokémon Typ Käfergift. Obwohl es sich kaum bewegen kann, ist es bei Gefahr in der Lage, einen Stachel auszufahren, mit dem es seine Gegner vergiftet. So, ich hoffe, das Safcon ist noch da. Ja. Ich bin gespannt, ob wir hier einen Bisasam treffen. Oder nicht. Weil hier gibt es Bisasam, aber ich denke mal, dafür müssen wir so eine Kette aufbauen. Safcon. Das Kokon-Pokémon Typ Käfer. Um sich zu schützen, härtet es eifrig seinen Panzer, doch wenn es heftige Treffer einsteckt, wird sein Inneres entblößt. Oh nein! So, und jetzt mache ich das. Beutel, dass ich beim Pokémon im Team hole, damit die sich dann auch dementsprechend weiterentwickeln für unsere Pokédex-Einträge. Dem Team hinzufügen anstelle von Ratzfratz und den Team hinzufügen anstelle von Topsy. Das Safcon ist gerade mal auf Level 3. Ja, das kann dauern, bis es sich entwickelt. Dann schaue ich mich hier mal rum. Hier gibt es noch ein Kokuna. Ich meinte nur Fenster. Hey du, hast du ein großes Pikachu dabei? Nein. Habe ich nicht. Kampf und Doppelkick. Ein Volltreffer. Das kann doch nicht wahr sein. Doch, kann es. Ich halte drei Pokébälle. Gut. Da ist ein Pokéball. Und nochmal fünf Pokébälle. Taubsi. Was ist denn? Ach, noch ein Kokuna. Du machst komische Geräusche.
Was wirklich komische Geräusche. Mal gucken. So, bist du ein Trainer, der kämpfen möchte? Nö. Meine Freunde und ich wollen hier Käfer-Pokémon fangen. Sie ist schon ganz hibbelig, weil sie sich so auf die Pokémon-Kämpfe freuen. Okay. Nur Fenster, nur Fenster, nur Fenster. Du findest ein Gegengift. Du verstaust das Item in der Medizintasche. Wurden deine Pokémon vergiftet, kauft dir Gegengift. Wurden deine Pokémon paralysiert, kauft dir Paraheiler. Der Pokémon-Supermarkt hilft in jeder Notlage. Okay, wie gesagt, ich schaue mich hier auch überall um. Vielleicht, dass wir irgendwas verpassen. Ist ja nicht der Fall. Jawohl, du hast auch Pokémon, oder? Dann lass uns kämpfen. Vielleicht sollten wir hier Taubsi an erster Stelle tun. Er hat doch bestimmt schon eine Flugattacke drauf mit Windstoß. Kampf und Tackle. Ja gut, Level 3, das musste Evoli ruckzuck schaffen. Oh, ich habe verloren, es war wohl ein Fehler, Raupi einzusetzen. Okay, dann wechseln wir kurz. Pokémon. So, dann schauen wir nochmal hier, ist noch ein Pokéball. Da oben ist ein Pikachu. 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 Oh, Level 6. Okay. Ich glaube, sie erreicht Level 10, okay. Level 8. Und Safkin erreicht Level 4. Pikachu, das Maus-Pokémon, Typ Elektro. Pikachu ist in den Wäldern zu Hause. Da es in seinen Backentaschen Elektrizitätsspeicher, bekommt man einen Schlag, wenn man diese berührt. Ich wollte ein Pokémon fangen und habe ein Pokémon nach dem anderen geworfen, doch dann sind sie mir ausgegangen. Du solltest immer genug Pokébälle dabei haben. Bin gespannt, ob wir hier auf ein Bisasam treffen. Vielleicht mache ich dann wirklich so eine Kette. Entschuldigung, weißt du, ob in diesem Wald Bisasam leben? Ja, ich meine ja. Gehöre Tamara, fordert dich heraus. Okay. Kampf. Windstoß. Hört sich ja gut was ab. Und dann einmal den Tackle. Menno, ich habe dir doch nur eine unschuldige Frage gestellt. Und ich habe die beantwortet. Ja, ich glaube, dass Bisasam hier lebt. Hilfst du Trainer, entferne einen der Joy-Controller von der Konsole und schüttel ihn. So kannst du mit deinem Partner Pokémon spielen. Nochmal ein Pikachu. Oh, ein männliches Pikachu. Ich hole dich auch noch ins Team. Oh, das war jetzt blöd. Hat er einfach angegriffen. Der Dude. Wollen wir uns ein Pikachu auch ins Team holen?
Dann holen wir uns doch noch ein Pikachu ins Team. Welches von euch ist... Du bist stärker. Komm, dann kommst du in unser Team. Unser Team nur aus weiblichen Pokémon bestehen. Ja, Kokona. Raupi, Raupi, ich bin da beim Bisasam. Hallo, Bisasam. 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 Bist du? Ich bin doch nur ein Bisasam. Onio, Taubsi. Jetzt aber auch keine Lust, eine Kette zu machen. So viele Pokébälle habe ich gar nicht. Ist auch wieder ein Pikachu? Wobei, wir haben ja schon eine Pikachu-Kette, ne? Dann gucken wir mal, ob wir hier eine Bisasam jetzt hier. Ja, raufbeschworen können. In der Hoffnung, dass ich danach noch Pokébälle habe. Ich denke mal, das meiste müsste ja nach 20. Eine Fangserie von 20 kommen. Und wir trainieren dabei auch unsere Pokémon, ne? Jetzt kommt kein Pikachu oder was? Ist ja voll belastend. Was ist das Pikachu? Da ist das Pikachu. War das? Nein, Hanjo, okay. Das tut man nicht alles für. Misasa. Das war ein cooler Move, Pikachu. Und jetzt noch fangen und das wäre der super toller Superfang. Wir müssen eh trainieren, von daher kommt die Fangserie eigentlich wie gerufen. Ich dachte nichts dagegen, wenn ein Shiny Pikachu kommt. Was macht Spiegeltrick eigentlich? Kopiert die letzte Attacke des Ziels und greift. Okay, das brauchen wir nicht. Weil wenn man gegen Käfer-Pokémon einsetzt, dann ist es ja eher semi-effektiv. Nein. Ist jetzt meine Kette abgebrochen? Ich weiß es gar nicht mehr, es ist schon so lange her. Wo ist denn das Pikachu? Wo ist denn das Pikachu? Da ist das Pikachu. Nein, die Fangserie steht noch, okay. Hashtag alles für Bisasam. Wenn wir mal Bisasam haben, können wir eh den Tanja dann durchrushen, weil dann habe ich das Pokémon, was ich hier eigentlich fangen wollte. Obwohl gab es ja nicht sogar noch Bibor. Vielleicht fange ich dann Bisasam auch offscreen. Mal gucken. Weil irgendwie möchte Bisasam nicht aufkommen. Ich habe jetzt schon gleich eine Fangkette von 10.
Zumindest dürfen wir unser Team am besten ein bisschen etwas. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ich sehe hier kein Bisasam und auch kein Pikachu. Wie lange es wird dauert, bis ein Bisasam kommt. Ich will gar nicht wissen, wie lange ich schon aufnehme. Ich würde eigentlich den ganzen Part hier mit dem Vatania bald abschließen, aber okay, dann muss ich wohl gleich. Den Part hier beenden, weil ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe. Ja. Mach noch 7 Minuten und dann der Part vorbei und dann geht's weiter mit Pikachu's Farm. Bis ich in dieser Samen habe. Ich habe ja noch 48, weil das reicht ja aus. Noch kein Shiny. Wir warten jetzt einfach. So. Ja, taucht alles auf, aber kein Bisasam. So, nun Bisasam. Das Spiel gibt mir jetzt ein Bisasam. Das Spiel gibt mir jetzt ein Bisasam. Das Spiel gibt mir jetzt ein Bisasam. Das nicht mal mein Pikachu spawnt, ist jetzt auch ein bisschen blöd. Hey, mal gucken, ein riesiges Pikachu, okay. Wir brauchen nur ein Bisasam. Boah, dat Blick. Dat Blick von Pikachu. Okay, beim ersten 10er fangen die Serie, also es muss doch so langsam doch mal sein seltenes Pokémon noch mal auftauchen. Nö. Okay, das finde ich jetzt lustig. Ich will doch nur ein Bisasam. Boah, das Pikachu macht hier Faxen. Ist so vielleicht doch eine Bäre? Immer noch im gelben Bereich. Hm.
Nein! Wenn das Pokémon flüchtet, ist doch die Kette vorbei, ne? Oh, Menno. Das ist jetzt blöd. Das ist mehr wie blöd. Menno. Dabei wollte ich doch nur ein bisschen Samen. Dieser Saal fange ich mir offscreen. Ein Mini-Pet. Nice. Ich will doch nur ein bisschen Saum. Ich will doch nur ein bisschen Saum. Das war's. Ein Horniger. Okay. Hey, ein wahrer Pokémon-Trainer drückt sich nie vor einem Kampf. Mache ich auch nicht, bekämpfen wir ja doch. Komm, wir machen heute noch den Veternia-Wald zu Ende. Das wird dann heute mal ein längerer Part. Da mache ich auch eine Aufnahmepause. Und da dann schon mal die ersten drei Folgen. Jedenfalls gehen wir dann durch wieder viele Pokébälle. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir dann doch noch ein Bisasam. Wer weiß. Dann Shiny zumindest. Komm. Soll ich dir einen Tipp für das Werfen von Pokébällen geben? Nein, ich hab's raus. Halbwegs. Mit dem Delay weiß ich nicht, wann ich genau richtig werfen muss, weil gefühlt, egal was ich mache, entweder zu früh oder zu spät. So, wer ist denn der stärkste, die stärkere Taubsee? Du hast ja im Volltreffer gelandet. Das ist ein Volltreffer. Nicht drauf geachtet. Wie einfach kein Bisasam auftauchen möchte. Das ist ja voll belastend. Lockparfüm ist auch ziemlich nice. Ich glaube, das werde ich gleich einsetzen für den Bisasam. Taubsi, Kokuna. Noch ein Bisasam. Hey, warte, wo willst du so eigentlich hin? In den Wald verlassen. Käfersammler Max fordert dich heraus. Ein Stuffcorn, okay. Und dann kämpfen wir mit Windstoß.
Ich gebe auf, du bist voll stark. Und danke für deine Pokébälle. Wir haben weder ein Bieber gesehen, noch ein Bisasam. Hier und dort hast du bestimmt schon mal Sträucher am Waldesrand bemerkt, oder? Wie ich höre, kann man sie mit der geheimen Technik Spaltschnitt zerschneiden und so den Weg freiräumen. Je höher die WP eines Pokémon, desto höher seine Kampfkraft. Der Wert setzt sich angeblich irgendwie aus den einzelnen Statuswerten zusammen. Okay, ich sage jetzt aber Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Pokémon Let's Go Evoli. Ich werde jetzt offscreen versuchen, ein Bisasam ausfindig zu machen, und wenn ich das geschafft habe, starte ich die Aufnahme. Bis dahin, tschüdelü.